Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch, schön, dass ihr den Weg wieder hier gefunden habt. Meine Lieben, mir ist gerade was aufgefallen. Ich komme gerade so in den Spielstand rein, so nach Viertelstunde Ladezeit. Ne? Das musst du ja jetzt bei so einer Größe auch in Kauf nehmen. Und schaue ich mir das so an und gehe hier so durch und denke mir so, hey, irgendeinem Grunde sind alle Städte bis auf eine, und zwar bis auf Schalkau, tatsächlich auch angebunden. Ansonsten haben wir alles angebunden. Gut, es ist auch 2062, ne? Aber wir haben jede einzelne Stadt angeschlossen. Alles ist miteinander verknüpft und verbunden. Nur Schalkau nicht. Ne? Jetzt die Frage. Also Schalkau würde ich jetzt ganz gerne mal anschließen. Ja, würde ich ganz gerne mal machen. Als allererstes bringen wir hier Waren her. Vierer-Terminals, absolut legitim. So, Vierer-Terminals gehen auf jeden Fall. Dann bauen wir hier, hier haben wir nämlich das erste Problem. Jetzt ist hier ein Öler anwesend. Der kann nichts sonst transportieren. Und da haben wir nämlich das Problem. Ich gebe dem jetzt mal irgendeinen anderen. Der wird jetzt auch sofort ersetzt. Ich bekomme auch Geld zurück. Das macht nichts. Okay, weil ansonsten flubbern hier nämlich keine Waren durch und das will ich auf jeden Fall vermeiden. So, Waren, Schalkau, ich hoffe, das passt soweit. Und hier geht jetzt noch einer weg und das ist Waren Schalkau 2, ne? Waren Schalkau 2, so. Jetzt bringen wir dem erstmal ein bisschen Liebe bei. Gucken wir mal. Wie gesagt. Entschuldigung. Ist mir ein Malheur passiert. So, pass auf. Machen wir ein kleines Depötchen hierher. Und außerhalb geht auch. Kaufen dem erstmal Fahrzeuge ein. Und zwar ganz normale. Wir nehmen wieder unsere typischen. Ein paar DHL-Laster gehen auch immer. Waren Schalkau. Noch ein paar mehr. Und Waren. Die hier. Und die fahren Waren Schalkau 2 ab. Guti. Meine Lieben, das Ding ist das. Was machen wir in dem Moment, wo wir alles angeschlossen haben? Unser großes Ziel war gewesen, meine Freunde, unser großes, großes Mega-Ziel war gewesen, wir schließen hier alles auf dieser Karte an. Angeschlossen grundsätzlich ist es jetzt. Aber angeschlossen heißt ja nicht gleich angeschlossen, ne? Haben wir ja gelernt. Jetzt überlege ich gerade. Wir könnten Schalkau nach Schwalbach anbauen und in Schwalbach nochmal einen Turb. Oh nee, noch besser. Die sind eh nicht so hart getaktet hier. Das machen wir ganz easy. Das machen wir jetzt ganz easy. Pass auf. Kriegen ein neues Terminal, Zweier. Sehr lang, mit Oberleitung, ja. Muss nicht Höchstgeschwindigkeit können. Irgendwie muss es doch hier reingehen, das Ding. Na, hier haben wir eine Position hatten wir hier. Gefällt mir nicht, warte. Muss halt der Berg hier mal ganz kurz weg. Ist kein Problem. Gucken wir uns die Sache mal an. Ist wie gesagt alles kein Thema.
gleichen wir ein bisschen an, damit es nicht so ganz episch ist. Kannst du auch ein paar Millionchen für ausgeben, ne? Ist ja klar. Gucken wir mal, ob es schon reicht. Hier rein, genau. Mega. Ne, wir müssen weiter runter. So ungefähr. Aber da haben wir hier noch die Kante. Die ist noch im Weg. Okay, probieren wir es nochmal. Ja, so nicht. Lass uns das nochmal angleichen. Dauert halt ein bisschen. Ja genau, also wie gesagt, zurück zum Thema. Unser Ziel war es ja die permanent eigentlich gewesen, wir schließen hier alles an. Was allerdings dann? Das ist jetzt eine ganz große, entscheidende, elementare Frage. Ich werde auch ein bisschen Zeit brauchen, bis diese Frage letzten Endes nun wirklich gestellt ist. Ja, das heißt, ich werde jetzt noch keine Entscheidung zu diesem Let's Play weiter treffen, solange ich nicht die Community-Kommentare abgewartet habe. Das ist eine ganz, ganz wichtige und elementare Sache hier auf dem Kanal. Wir entscheiden nicht einfach irgendwas, sondern die Community wird erst gefragt. Ja? Lass das so hinbauen? Nee, das ist doof. Hier schaut es ganz gut aus. Aber mal vielleicht hier hinten doch wieder anheben. So, und jetzt wieder abgleichen. Genau, also ich, wie gesagt, ich treffe jetzt gar keine Entscheidung groß. Ich will euch einfach mal fragen und will wissen von euch, was könnten wir entweder, wenn wir eine neue Playlist machen, was soll die Challenge sein? Wenn wir eine neue Transport Fever Runde machen, was ist die Challenge? Das ist die Frage. Nicht einfach schreiben, neue Staffel, weil neue Staffel, das lasse ich diesmal nicht zählen. Wenn, dann möchte ich von euch wissen, was ist die Challenge für eine neue Staffel? Jetzt hat man ja die Challenge, wir machen nur ein Depot. Alles an Eingliederung. Finde ich auch eine ganz geile Sache, möchte ich auch gerne auch zukünftig weiter beibehalten. Wenn ihr sagt, okay, Transport FIFA, geile Sache, hat mir getaugt, hat mir Spaß gemacht, hab ich mir super, super gerne angeguckt, aber ich sehe es jetzt ein, wir könnten zum Beispiel auch mal andere Spiele uns anschauen, die ihr so auf dem Schirm habt, die ihr aber bisher noch nirgendwo sonst vielleicht gesehen habt oder wo ihr euch sagt, naja, das wäre auch mal eine Idee, wenn wir das mal uns anschauen würden, auch Community-Sachen oder sowas. Wie gesagt, gar nicht so schlimm. Ja, ich bin ja auch offen für Neues. Wenn ihr jetzt also sagt, Zwergi, pass auf, wie wär's denn, wenn? Ja, wenn ihr jetzt sagt, wie wär's denn, wenn? Dann brauche ich bitte von euch genau, warum das Spiel, warum kein anderes? Also bitte sagt da, für das, was ihr da vorschlagt, aber auch bitte diese aus. Also einfach zu sagen, ja, ich will da gerne das sehen, weil ist so. Das, wie gesagt, das zählt nicht. Das ist zwar schön, aber es zählt in diesem Fall dann nicht. Ich habe ja auch viele Sachen nämlich auch noch auf meiner Liste stehen und wenn sich das nämlich super deckt mit irgendwas, dann kann ich das natürlich mir auch vorstellen. Auf meiner Liste stehen Sachen wie zum Beispiel, viele wissen das ja, die länger schon zuschauen, da steht noch zum Beispiel ein LS drauf oder aber da steht ein ETS drauf, also ein Euro Truck Simulator. Der steht auch noch drauf. Es stehen super viele Spiele auf meinem Programm, die ich noch nicht gezeigt habe, weil ich schlicht keine Zeit hatte, auch mal da reinzugucken. Ja, das soll sich jetzt natürlich auch ein bisschen ändern, deswegen mache ich das jetzt auch mit euch. Ja, ich will wissen, was wollt ihr und dann will ich mir anschauen, was davon habe ich eh schon selber geplant. Ja, solche Sachen würde ich ganz gerne mit euch zusammen diesmal aber auch ein bisschen noch ausführen. Das heißt,
ich frage euch jetzt einfach mal, und wenn sich dabei was deckt, was ich eh schon, wie gesagt, auf meiner Liste stehen habe, dann sage ich, okay, dann lass uns das doch einfach mal anschauen. Warum nicht? Warum nicht? Genau. Das ist nämlich das große Stichwort an dem Ganzen. Wenn wir da was drauf haben, dann ist es doch nochmal zu gucken, was könnten wir sonst noch nehmen. Ja? Ach, hier, guck an, hier ist auch nochmal ein Anschluss. Straßenanschluss. Ah, okay, verstehe. Ne, das machen wir nicht. Das schaut doof aus. Auf der Stelle schaut es echt blöd aus. Wie gesagt, also mein großes Ziel, mein Wunschtraum ist es, dass wir jetzt gemeinsam uns ein bisschen in den Kommentaren auch überlegen, was wäre zum Beispiel noch ein Spiel, was wir uns mal anschauen könnten. Vielleicht, ja, wie gesagt, deckt sich das mit dem, was ich gerade vorhabe. Dann können wir einfach mal gucken, ob man da vielleicht genau den Punkt finden, wo wir alle sagen, yo, das ist es. Wenn ihr sagt, neue Staffel, dann bitte mit Challenge. Ja? Was ist die Challenge? Wo ist der große Punkt? Es kann auch sein, dass ihr sagt, jo, Zwerge, macht doch mal Folgendes. Wart doch mal ab, vielleicht kommt wieder neuer DLC aus und wir schauen uns was an, wenn hier mal ein bisschen mehr Content da ist. Beispielsweise, wir lassen das jetzt mal so ein paar Wochen, Monate liegen und gucken dann einfach mal, was kam denn dann in der Zwischenzeit? Ja? Idee beispielsweise hierbei wäre zum Beispiel zu sagen, warte mal kurz, ich muss nach oben. Nehmen wir den da. Idee hierbei wäre zum Beispiel zu sagen, wie sähe es denn aus mit einem, Kompromiss aus beidem, ja? Wir gucken jetzt einfach mal, wo geht die Reise hin? Ja, und wenn jetzt zum Beispiel neues Content-Update kommt, schauen wir uns das selbstverständlich auch an. Aber in der Zwischenzeit machen wir trotzdem ein bisschen... Haben wir da ein Schiff rumfahren? Nee. In der Zwischenzeit machen wir zum Beispiel sowas wie, wir warten einfach mal ab, bis neue Patches kommen, bis neue Content kommt und gucken einfach mal dann, wo die Reise dann hingeht. Sowas wäre zum Beispiel eben eine Möglichkeit. Dann hätten wir da auch nochmal ein bisschen Möglichkeiten zu sagen, okay, mach doch mal Folgendes, Zwerg, du hast so viel Zeug, das ist tatsächlich jetzt so, du hast so viel Zeug auf der hohen Kante, ja, also als Spiel, ich habe so viele Spiele momentan rumliegen, die ich einfach nicht anspielen kann, weil keine Zeit da ist, weil ein Transport Fever beispielsweise gerade täglich kommt, ja. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlimm, um Gottes Willen, aber das ist trotzdem halt eben ein Punkt, wo ich sage, ich kann momentan nichts oder nicht viele Spiele testen. Ich habe so viele Keys rumliegen, die ich einfach mal anspielen wollte, wo ich von den Publishern angeschrieben werde und gesagt wurde, ey Zwerge, pass auf, wäre ganz cool, wenn du demnächst mal was bringen würdest, weil wir haben dir das Spiel ja gegeben und wir hätten ganz gerne, dass du das auch mal zeigst, ja. Was ja von deren Warte aus völlig absolut verständlich ist. Ja? Und was ich ja auch ganz gerne mal machen würde. Es wäre zum Beispiel auch mal wieder Zeit für einen... Oh, das ist aber keine Absicht hier. Huh? Es wäre zum Beispiel auch mal wieder Zeit für eine Sache, die ich mir auch auf die Fahne geschrieben habe. Und zwar, stellt euch mal vor, wie es denn... beispielsweise, was ihr denn von einem neuen Rust-Let's Play halten würdet. Sowas in die Richtung mal wieder machen. Auch eine schöne Sache. Wie gesagt, ich bin da völlig offen. Ihr seid an der Macht. Ihr seid am Zuge. Wie ihr das sagt, was ihr da sagt, ist völlig frei, ist völlig offen. Da will ich euch auch gar nicht in die Parade reinfummeln. Und das ist auch so eine Sache, wo ich dann mitunter sage, okay, lasst uns doch mal so und so probieren. Können wir machen. Können wir machen. Finde ich auch fair. Allen gegenüber. Allen. Ja? Mir auch. Nee, ich habe da viele Pläne. Beispielsweise war einer der Ideen, ich sage es jetzt ganz bewusst, weil ansonsten bricht gleich wieder Chaos aus. Einer der Ideen war gewesen, dass wir jetzt bis zum nächsten Content-Patch zum Beispiel, ist ja auch mega, ne? Bis zum nächsten Content-Patch beispielsweise auch mal hergehen und sagen, okay,
lasst uns doch sowas mal testen, wie beispielsweise eben den Farming-Simulator und dann kommt mit dem nächsten Content-Patch, switch mal wieder rüber. Sowas, dass wir den Slot einfach für den Farming-Simulator hernehmen. Wäre auch mal sowas, weil ich hab da mal Bock drauf, ich würde es mal gerne sehen. Einfach nur mal zum Anschauen. Wie gesagt, viele Kommentare möchte ich ganz gerne, wenn ich nicht drauf reagiere, meine Lieben, ja, dann ist das nicht der Untergang des Abendlandes, ja, sondern dann ist es einfach dem geschuldet, dass ich momentan sehr viel zu tun habe, auch mit Steuer und so weiter. Das ist eine never-ending Story bei mir. Und deswegen, warte mal kurz, Schalkau, Schwalbach. So, und deswegen ist da auch momentan ein bisschen, bin ich wenig in den Kommentaren. Ich lese aber grundsätzlich alles. Manchmal kommentiere ich auch, wenn ich Sachen lese, wo ich sage, boah, ey, jetzt schreibt jemand was, wo ich genau in die Richtung hin will. Wo ich mir denke, boah, das wäre jetzt genau der Punkt, wo man mal einhaken müsste. Da bin ich auch mit euch dann dabei. Ne? Ganz klar. So, jetzt warte mal kurz, wir waren da unten. Da. Die Linie müssen wir aber unbedingt anders einfärben. Das geht so nicht. Die nehmen wir mal rot, sonst sieht das keine Sau mehr. Züge kaufen. Jetzt schauen wir mal da rein. Machen wir in der nächsten Folge, dann quatsche ich noch ein bisschen weiter über das Thema, weil das reizt mich jetzt schon ein bisschen, da noch mal ein bisschen drauf einzugehen. Meine Lieben, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Euer Zwerg auf ZwergCube. Tschüss!